zurück zu Primal Carnage, zu einer weiteren Skin-Vorstellung. Und zwar sind das jetzt die letzten Drop-Skins, die rausgekommen sind. Sind nicht viele, aber trotzdem ein paar schöne dabei. Fangen wir mit der Rexe an. Da haben wir einmal den Bandit Rex. Ein natürlich gehaltener Rex. Natürliche Farben, braun, grün. Grüne Augen finde ich schön. Hinten noch ein bisschen beige, hier hinten wird ein bisschen fleckig. Dann haben wir den Lamarex. Auch wieder ein, ähnlich wie der Bandit Rex, auch ein bisschen grün und braun gehalten. Und dass das Muster eben ein bisschen anders ist. Hinten hat er einen gestreiften Schwanz. Der hat hier so ein Olivgrün mit braun, beigen Bauch. Hier ein bisschen weißen Fleck im Gesicht, seiner Schnauze. Itarex. Auf den ersten Blick erinnert er so ein bisschen an den weißen Hai von den Farben her. Und da hat man dann hier noch jetzt nicht großartig aufwendig irgendwelche Wunden gemalt, sondern hier sind wirklich bloß, das sind wirklich bloß eingezeichnet hier eben, ne, mit einem roten Stift drauf gemalt. So ein paar Verletzungen hier. Ja, die Augen finde ich schön. Die hat er richtig schön gemacht. Katzenaugen. Ja, Maul. Ein paar Kratzer. So. Dann haben wir bei den Akros, der Exalted Akro, auch sehr schön gemacht. Gerade hier auch diese ganz fragile Zeichnung hier, dass hier überall so ein bisschen das Weiß durchguckt. Und bei dem Rot, das sieht richtig schön aus. Hier so ein bisschen Farbauffällung hier, das Türkise, seine türkisen Buckel der Schnauze. Beigen Bauch, dann hier so ein bisschen nur lila-rot gehalten. Gibt es den Sunstorm Akro? Ja, typische Sonnenfarben, eben gelb, dunkelrot, beige bis schwarz. Auch hier noch ein schönes Muster hinten drauf. Auch sehr schön. Bei den Raptoren haben wir den Regalian. Auch hauptsächlich eben schwarz gehalten, mit ein paar roten Akzenten drin. Und noch die Muster auf den Federn. Dann hinten auf seinem Rücken ist so ein bisschen so ein, wenn man sie so erkennt, so ein, ja, sieht fast aus so wie so eine fremdartige Zeichnung hier hinten drauf. Hinten der ganze Schwanz. Da kommen dann noch ein paar Flecken dazu. Hier auch um die Augen rum, hier auch so ein Muster. Kopf noch ein bisschen weiß, was ihn noch so ein bisschen auffällt, damit er nicht ganz so dunkel wirkt. Und eben. Dann haben wir den Gasaway Ovi. Also hat man hier wieder den Karasur genommen, den guten Vogel. Hier hat man sie dann, das passt auch besser hier zu dem Oviraptor als zum Dilophosaurus. Den hat man ja auch mal für diesen Skin, hat man ja auch mal für den Dilophosaurus gemacht. Aber hier ist es, sieht auch einiges besser aus. Scheint wegen der Ähnlichkeit zu den Vögeln. Daher passt das hier besser, das typische Blau mit ein bisschen Rot. Und hier schön, hier grün, blau noch mitten in die Federn mit reingemacht. Sieht schön aus. Hinten läuft das noch so ein bisschen aus. Reicht weiß nicht hier hinten drauf. Dann bei dem Terror haben wir den Kristall Terror. Den gab es in zwei Raritäten: einmal als Common und einmal als Rare, whatever. Aber okay, was man hat, das hat man. Aber sonst ist der Terror relativ einfach gehalten. Ein bisschen grob an den guten alten Sunstorm. Und dann mit seiner braunen Farbe im Hinterkopf und dann als weiß. Ja, dann noch ein paar Streifen am Flügel. Der helle. Und ist auch eher einfacher Skin. Den Tropicus. Eben so wieder so eine etwas tropische Variante. Ich habe den Alpha Terra genommen. Hier sieht man eben, dass er hier wieder so einen pelzigen Rücken hat. Und eben hier das Grün. Also weil man sich wahrscheinlich so ein bisschen den Dschungel eben. Braunen Untergrund plus das Grün. Dann hier noch das Gelb, vielleicht von den etwas verwelkteren Blättern. Auch. Dann haben wir bei den Dilos die Pineapple, also die Ananas. Da hat sich mal wieder unser Freund Matthew wieder ausgetobt. Der hat es ja mit den Früchten. Also eben typisch für die Ananas eben, ne, das bräunlich-gelbe. Hier eben die Blätter sozusagen, das Grün von den Blättern. Das hat er eben dann, statt in dem komplett hier braun-gelb zu machen, hat er das hier wahrscheinlich doch ein bisschen mit dem Weiß. Das sah wahrscheinlich dann sonst nicht so gut aus, wenn er jetzt hier wirklich komplett diese Farbe gehabt hätte. Oder er sähe jetzt dem Alpha-Dilo dann zu ähnlich. Und sonst ein ganz, ganz lustiger Skin. Bei den Kryos, da haben wir einmal den Hudu. Ja, mit waagerechten Streifen. Ja,
bläulich eben, die dickeren Streifen und den unten so ein bisschen rot-weiß. Und hier der Kamm ist dann komplett blau. Finde ich auch ganz, ganz nett. Dann gibt es noch den Voodoo. Ist das Ganze nochmal umgekehrt. Das heißt, die Grundierung ist eben die blaue und das rötliche sind eben die Streifen. Dann hat er hier auch eben die rötlich-gelblichen Kamm. Sonst ist er vom Design genauso wie der Voodoo. War es erstmal mit den Dropskins. Wie gesagt, es waren nicht viele. Die Sommergift-Skins, also die Meltdown, die kommen noch, wenn ich die letzten beiden Skins zusammen habe. Das dürfte aber noch ein bisschen dauern. Das sind nämlich die verbuggt waren und jetzt werden die natürlich alle für sonst was verkauft. Es könnte etwas dauern, bis ich noch die letzten beiden habe, aber dann kommt auch noch ein Video und Ende des Monats kommen dann noch die Store-Skins, die dann in den letzten 3 Monaten rausgekommen sind. Bis dahin. Tschüss.